saubere Energie aus der Sonne gewinnen. Das ist das Ziel von immer mehr Unternehmen und Institutionen in Salzburg. Die Diakonie renoviert derzeit das Haus für Senioren im Salzburger Stadtteil Aigen. Die Renovierung wird gleich als Chance genutzt, um eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach zu installieren. Die neue PV-Anlage erreicht bis zu 270 Kilowatt Leistung und wird pro Jahr rund 260.000 Kilowattstunden Strom produzieren. Dafür haben die Techniker in den vergangenen Wochen über 700 Photovoltaikmodule installiert. Auch bei diesen größeren Anlagen funktioniert die Montage wie bei einem Einfamilienhaus. Ja, wir bauen zurzeit gerade eine Photovoltaikanlage mit 270 kW am Diakoniewerk in Salzburg. Wir haben da ein Falzblech-Dachkonstruktion. Da wird eine Unterkonstruktion mit Falzklemmen und ein Schienensystem montiert und auf den werden nachher die Module aufgeschraubt. Das Haus für Senioren wird schon im Juni wieder eröffnet. Schon davor fließt sauberer Strom aus der Sonne aus der Photovoltaikanlage. Das Greentech-Unternehmen Salzburg AG übernimmt dabei den vollen Service. Von der Planung über die Montage bis zur Überwachung der fertigen Anlage im Betrieb.